Die letzte deutsche Volkspartei hat sich mit der Kanzlerkandidatenkür selbst zerlegt. Die CDU/CSU liegt in Umfragewerten hinter den Grünen. Kann Armin Laschet Kanzler oder bleibt am Ende nur die Opposition? Die Union hat es damit möglicherweise fertiggebracht, nicht mehr stärkste Kraft zu werden bei der kommenden Bundestagswahl und dass wir dann vielleicht eine Ampelkoalition kriegen. Ich fände es ganz gut, wenn die Union mal in die Opposition ginge, denn diese Partei ist absolut reformmüde. Wir schauen gleich darauf, was eine Kanzlerin Baerbock für die deutsche Wirtschaft bedeuten würde und welche zwei Konflikte den DAX zum Stürzen bringen könnten. Zudem haben wir wieder zwei Top-Empfehlungen, Bitcoin und Netflix. Das alles jetzt bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Sie ist 40 Jahre alt, verheiratet, zwei Töchter. Annalena Baerbock ist am bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere angelangt. Sie ist Kanzlerkandidatin der Grünen und hat echte Chancen aufs Kanzleramt. Ich habe mir den Programmentwurf der Grünen einmal angeguckt. Was sagen Sie da zu Finanzmärkten? Auf Seite 44, grüne Finanzmärkte, heißt es: Noch immer werden Milliarden in fossile Energien und damit gegen unsere Zukunft investiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand vollständig aus diesen Investitionen zurückzieht. Öffentlich-rechtliche Banken und Pensionsfonds müssen eine Vorreiterrolle bei der grünen Finanzwende und dem Divestment einnehmen. Klimarisiken sollten offengelegt und bei Banken und Versicherungen mit Eigenkapital unterlegt werden, sowie bei Ratings berücksichtigt werden. Alle Anlagen, nicht nur grüne, müssen eine Nachhaltigkeitsbewertung haben, die für alle AnlegerInnen transparent ist. Dabei sind neben den Klimazielen auch andere Umweltwirkungen, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Entwicklungsziele zu berücksichtigen. In der Anlageberatung muss diese Bewertung einfließen. Für besonders nachhaltige Finanzprodukte wollen wir ein EU-Label schaffen. So sorgen wir dafür, dass Kapital von schmutzigen in grüne und nachhaltige Investitionen umgelenkt wird. Nachhaltigkeit und grüne Investments sind schon länger ein Trend, ja sogar ein Megatrend. Aber mit den Grünen im Kanzleramt gäbe es sicherlich noch einen weiteren Schub. Mit einer grünen Partei wird da sicherlich noch mehr Förderung reinkommen und ist das spannend, sich die Werte anzugucken. Leider sind die eben auch schon im Zuge dieses generellen Trends zu mehr Nachhaltigkeit extrem gestiegen. Also diese Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, auf Wasserstoff setzen, sind furchtbar teuer schon. Da muss man dann auch genau hinschauen, was ist noch lohnenswert und wo muss man erstmal auf eine Korrektur warten, bis man daran ja investieren kann. Wir schauen gleich auf zwei Konflikte, die den DAX zu Fall bringen könnten. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Börsen- und Tradingwissen verbessern wollt, dann könnt ihr das ganz bequem aus von überall machen, nämlich mit den kostenlosen Börsenwebinaren der Trading House Börsenakademie. Die nächsten Termine sind am 29. April erfolgreich mit Bluestar handeln. Wie wende ich das Trendfolgesystem richtig an? Und am 27. Mai Handelsstrategien und deren Umsetzung, die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten sofort an und sichert euch euren kostenlosen Platz unter trading-haus.de. Die deutsche Wirtschaft muss wohl noch härtere Lockdown-Maßnahmen überstehen. Wirkt das jetzt die Erholung ab oder sind andere Konflikte vielleicht noch viel gefährlicher? Und die Börse nimmt ja immer vorweg und auch weitere zwei Monate Lockdown kann sie dann überspringen und dann aber eben die Öffnung spielen. Andere Dinge machen mir eher Sorgen, die Störeinfluss haben könnten. Das ist zum einen dieses Zusammenziehen von immer mehr Soldaten an der Grenze zur Ukraine durch Russland. Das ist ein Thema, die haben sich nicht verlaufen, ganz sicherlich nicht. Die stehen da ganz bewusst. Also sollte es dort zu stärkeren Provokationen kommen, möglicherweise dem Versuch, auch weitere Teile der Ukraine zu annektieren, dann hätte das sicherlich
ja, herbe Auswirkungen auf die Börse, weil die Amerikaner würden das nicht hinnehmen. Und dann können sie das ja nur durchspielen, wie das dann eskalieren kann. Aber auch der Konflikt zwischen den USA und China. Der Trump machte Verträge, der Biden setzt dann eben eher auf Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen unfairer Praktiken im Handel. Und das würde Deutschland besonders hart treffen. Wir sehen ja tolle Ergebnisse unserer Automobilhersteller in den letzten Tagen. Aber woher kommen diese Ergebnisse? Sie kommen aus China. Und wenn mit China plötzlich eine Eiszeit kommen würde, in die wir auch eingebunden würden durch die Amerikaner, dann wäre das äußerst schlecht und dann auch schlecht für den DAX. Sollte es also für den DAX nach unten gehen, müssen sich Anleger da Sorgen machen? Oder sind das vielleicht sogar gute Einstiegsmöglichkeiten? Das wären für uns dann aber eben auch eher Kaufkurse. Da kann es auch mal 1.000, 2.000 Punkte nach unten gehen. Wenn es also zu wirklich ja schwierigen zu einer schwierigen Lage da geopolitisch kommt, aber dann sollte das billige Geld der Notenbanken die Märkte immer wieder nach oben ziehen, so wie wir es auch in der Corona-Krise dann gesehen haben, wo die Kurse vor gut einem Jahr steil abstürzten, aber dann mit dem billigen Geld nach oben gezogen wurden. Erst wenn die Geldpolitik wirklich restriktiver würde in den USA, auch in Europa, aber von den USA ausgehend, dann muss man gucken, dann läuft die Wirtschaft nämlich bombig, dann muss man gucken, sich vielleicht so ein bisschen aus Aktien zu verabschieden. Aber das ist bisher nicht in Sicht, denn auch wenn die US-Wirtschaft um 7% wachsen soll in diesem Jahr, die Notenbank betont ganz klar, das Thema Beschäftigung ist das, was sie als allerstärkstes anguckt, und die Beschäftigung ist noch weit, weit entfernt von dem Niveau von vor Corona. Und solange das so ist, wird die Notenbank, selbst wenn die Inflation über 2% steigen sollte, nicht an der Zinsschraube drehen und wahrscheinlich auch die Wertpapierkäufe aufrechterhalten und nicht zurückfahren. Wir schauen auf die Top-Empfehlungen, zuerst auf Bitcoin. Ja, hinter der Kryptowährung steht kein fundamentaler Wert. Dementsprechend gehören auch große Kursschwankungen dazu, wie sie in der abgelaufenen Woche zu sehen waren. Der Bitcoin brach zeitweise um 18% ein. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Die Achillesferse der Kryptowährungen bleibt eine mögliche Regulierung. Die Volatilität macht es jedoch schwierig, einen geeigneten Handelsansatz zu finden. Bei rund 53.101 US-Dollar verläuft eine erste starke Unterstützung, darunter im Bereich zwischen 41.902 und grob bei 44.920 US-Dollar. Ziele auf der Oberseite lassen sich nach charttechnischer Auswertung bei 71.148 sowie grob 75.509 US-Dollar ableiten. Wer sich an einem derartigen Investment engagieren möchte, sollte dies vorzugsweise nur über kleinere Handelsgrößen gemessen am Depotwert tun. Und wir schauen auf Netflix. Der Streamingdienst hatte am Dienstag Zahlen vorgelegt, ja, und gerade das Wachstum bei den Abonnentenzahlen, das enttäuschte. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Short-Chance. Sollte es für Netflix weiter runtergehen, könnte die untere Begrenzung der laufenden Handelsspanne von $458,70 angesteuert werden. Genau an dieser Stelle wird sich anschließend der weitere mittelfristige Werdegang für das Papier entscheiden. Ein Bruch dieser hätte ein größeres Verkaufssignal mit Zielen bei $393,26 und womöglich noch bei rund $360 zur Folge. Ebenso ist allerdings ein Abpraller von diesem Niveau auf der Oberseite denkbar. Hier sollte jedoch die Reaktion der Händler erst noch abgewartet werden. Ein maximales Erholungsziel läge nach einer weiteren Korrektur dagegen bei $541,15 für das Netflix-Papier. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets X. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen Markets X, ein Partner der Trading House Börsenakademie.